glaube. Ich nehme an, wir gehen in die Kirche heute. Obwohl, einige sind da schon echt gläubig in dem Dörfchen. Drücke Q, was haben wir denn gekriegt? Okay. Du weißt, Game das Haus ein Office empty. Wir sollen anscheinend zu ihm gehen jetzt. Ja, wir haben ja jetzt den Schlüssel. Habe ich nicht mehr meine Jacke? Anscheinend nicht. Zieh mir das an. Okay, es ist Nacht, kalte Nächte. Ich lasse das einfach mal das an. Das andere hat er anscheinend gerade nicht. Ich habe den Roboter. Ja, ich habe den Schraubenzieher. Den habe ich ja ganz vergessen. Was habe ich? Batterien. Die sehen nicht aus wie Batterien. Batterien, doch. Batterien. Ja, doch. Es waren tatsächlich Batterien im Roboter. Dann gehen wir mal. Oder nicht. Müssen wir ihm Bescheid sagen, wo wir hingehen? Wo ist er denn? Ich habe schon gelesen, sind es von seinem Sohn. Aber wo ist jetzt der Detektiv? Ist ja kein Polizist. Wo hat er sich denn versteckt da? So, I went through these last night. This next seal seems a bit vague. I think it has someone who's provoking people, sort of arming them to fight against their fellow man. He has taken the peace from Earth and a great sword has been given to him. I guess finding a literal sword would be a definitive answer. We've got a lot to do here. Okay, das nächste, was wir suchen, ist ein Schwertkämpfer. The hearing is today at the town hall. I hope you've made sure the place is clean. Natürlich. There's a lot of people there today. Okay, wir sollen ein Schwert auf irgendeine Art und Weise finden. Kann ich jetzt gehen? Ja, okay. Wir müssen jetzt erstmal... Ich nehme mich mit, falls ich dich brauche. Und wir gehen jetzt erstmal Haus. Gucken, ob wir da irgendwas finden können, was uns weiterhilft. Der Schlüssel. Okay, mal sehen. Was haben wir so? Wir haben ja schon einiges in Erfahrung gebracht. Ich finde sicher irgendwas, was uns direkt weiterhilft. Wir können auch noch mal nach der Dame schauen, die im Hotel war. Da haben wir ja auch was. Oder es kommt erst später und es ist auch noch eine, die irgendwo hin muss. Was hat er denn da? Freund, schrauben Sie. Ah! Da haben wir was zum Eintauschen. Na, was zum Eintauschen. Ja, ja, ja. Aber hier hat ja überall irgendwas mit Bogen. Also das ist jetzt schon eindeutig. Geh mit Zicke-Zacke? Nö. Gehen Runden rum. Ja, Frosch. Ja, Seife. Ein bisschen Seife mitnehmen. Hat das nicht eben Geld geleuchtet? Nö. Ich sag, das kann ja Dusche machen. Ja, auch so ein Ding. Was ist das? Das hat der andere an seinem Haus auch gehabt, der so gerne Kinder mag.
Das ist doch ein bisschen warm beim Schlafen, aber geil. Kamin ist schon was Feines. Ich mag. Wir haben auch einen kleinen Ofen. Aber so ein richtig offener Kamin ist schon nice. So was ist schon nice. Das ist schon cool. Haben wir hier ein bisschen Öl, ein bisschen Werkzeug oder irgendwas mitnehmen? Ich hast du einen Kuhfuß, hast du dich im Boden unten aufgeht bei dem anderen Typen? Oder Rattengift für den Dicken? Sieht nie so aus. Nicht hier raus? Nee. Gut, hier haben wir dann also so wenig mehr gekriegt. Aber wir haben die Platine, die kann ich dem. Wo war der Typ? Fehlende Übersetzung. Schrottplatz, da war der. Das ist ja gar nicht da. Bin weg, um hier Prozents auszuwählen. Okay, wir sind im Prozessor. Dann gehen wir da mal hin. Da war ich noch nicht. Hier geht's auch noch irgendwo nach hinten. Keine Ahnung. Schule, Freeman, Richter, Winshaus, Haus des Bürgermeisters. Wo waren das da? Rathaus. Gefunden. Dann gehen wir mal hin. All rise. The Honorable Judge Jonathan Jackson III. So, gentlemen, we're gathered here today for the public hearing in the case of Morgan versus the state. Mr. Morgan here is seeking compensation for punitive damages in the amount of $600,000. Emotional stress caused by the death of his sister Agnes Morgan has affected his work, and he is no longer able to fulfill his duties as postal employee. Is that correct, Mr. Morgan? Oh, that is correct. Das ist auch ein Mitarbeiterin. The district attorney seems to disagree with you, Mr. Morgan. And we have here in the stand now Lieutenant Kimball from the local law enforcement, whose department was assigned to the case. Is that correct? That is correct, sir. You are not the officer actually assigned to the case, but it is your responsibility to oversee the case. That is correct, sir. Your Honor, I believe everything was handled by book. The officers used the correct procedures on all aspects of the investigation, and no stone was left unturned. Wait, what about the affair? They didn't mention anything about the affair. Come on! What affair is he talking about, Gabriel? During the investigation, Detective McGuffin found out about an affair between two of the maids and one Mr. Tom Wagner. However, this did not seem to have any connection with the actual death of Agnes Morgan. And so leaving that detail out from the report... Stimmt, das war was! ...be perfectly fine. Der Onkel hat ihn zugeknallt. I do, Your Honor. All right. You ended up adding quite a list for evidence in the case. Can you go these over for me? You can see yourself out, Mr. Morgan. You will hear about the official ruling later. Well, there were several items found from each of the crime scenes. We did not manage to find any real connection with them, but it's our suspicion that perhaps Mr. Wagner was orchestrating all of the deaths. Okay, ich glaube, der Rest ist jetzt uninteressant. Das ist das, was in den ersten Dings passiert ist. Agnes, das war die wir vergiftet haben mit Rattengift. Die Dicke. Das war die Dicke. Das war gar nicht die, die der andere geknallt hat. Der war bei den anderen zwei. Was hab ich? Okay, wir haben jetzt sehr viel Zeit zum Gucken. Ah, da ist der.
Aber ich weiß nicht so genau, was ich tun muss. Aber es war seine Schwester und nicht seine Freundin. Agnes war seine Schwester und Agnes haben wir vergiftet. Der Onkel hat noch mit zwei anderen Dienstmädchen was gehabt, aber nicht mit ihr. Ja, was mach ich jetzt? Ich sollte eine Art Schwert finden. Wo könnte ich dann hingehen? Ich will nochmal nach ihr gucken, nach der, nach unserer Badenixe. Oh, bitte. Der putzt nur. Shit. Der putzt nur. Der ist nur am Putzen. Kann ich wegdrücken? Nicht gucken. But Mom, I'm not doing anything. I'm only watching. Kannst du bitte mal da aufhören? Rede mit sich selber, das wird immer verstörender. Hör auf! But I swear, Mom, I'm not doing anything. I was just watching TV. Lass mal auf. You are watching her. I know what you are doing. You better stop or she will end up like all the others. No, Mom. Please, Mom, no, please. Es wird nicht besser. Hör auf, Junge! Kannst du nicht mal an die Scheibe klopfen oder so? Danke. Boah. Ich kann doch nicht einfach so aus dem Spiel raustappen, das ist echt doof. Aber es scheint ja alles gut gelaufen zu sein. Er hat nur geputzt. Die Dame ist auch noch. Wie lange will die eigentlich baden? Ja, ich frage mich, wie die ist. Weil ja das gleiche Bild auf der anderen Seite nicht auffällt. Kannst du nicht mal aufhören? Bist du nicht bald fertig? Ja, mal gucken, was die Mutti macht. Die sitzt wahrscheinlich jetzt noch genau an der gleichen Stelle wie vorhin auch. Ich komme hier nicht rein. Die sitzt dann auch. Ich kann auch hier nichts anderes tun, okay. Bei meinem Nu. Oh, ich kann jetzt hier rein. Finde ich hier irgendwas, was mir weiterhilft? Licht wäre zum Beispiel nett. Was haben wir hier? Ah! Zum Keller der Kirche. Dagger can kill the devil. Okay. Der Dolch kann ihn töten. Haben wir welche Hinweise? Der Teufelsbaby sind wir, das ist der Dolch, die Trompeten haben wir schon, Kreuzigung, Blut, das haben wir schon gemacht, das war erster Teil mit dem Handschneiden. Ja, wir haben den Opa erstochen, irgendwas mit Beelzebub, das Siegel, neun Welten, ne, sieben Welten, ich kann nicht zählen. Wo kommen die neun her? Ja, welche dazu dichtet.
Okay, ich bräuchte halt irgendwie einen Schraubenschlüssel. Oder ist das der Keller außerhalb? Ist der außerhalb der Kirche? Da war so eine Luke. Ist das der Keller? Ja, wir können ja einfach mal gucken. Groß ist es ja nicht. Die Kirche ist ja hier gleich ums Eck. Ich sehe gleich hier unten. Ist auch weiter weg, wie gedacht. Na ja, fliehen. Ja, den kriege ich halt noch nicht um. Ah, was haben wir aufgeschrieben? Das ist die Haupttür ist momentan verschlossen. Später sollte es ein Abendmahl geben. Ich könnte mich an einem Schwert umsehen, ja? Aber ich muss erst ein Dings um. Hier. Ah, ich hab den Schlüssel. Ich hab den Schlüssel. Da ist auch lustigerweise ein Kirchturm dran. Komisch, dass mir Tab, als das Ding aufgeht. Ah, er weiß auch, dass Gabriel die Schlüssel im Haus hat, falls wir es noch nicht haben. Ein Weinkeller unter der Kirche, okay. Was haben wir da? Kaedite Eos. Steht hervor, ich habe keine Ahnung, was das heißt. Na, hier ist der Dolch. Kaedite Eos, kill them all. Aha, okay, ist die Übersetzung gleich dabei. Kill them all ist die Übersetzung. Der Hammerschwert! Der Hammerschwert! Wer hat das Schwert? Der Kirchendude hat das Schwert. Der Pfarrer, so heißt er. Wieso kann ich mir Pfarrer nicht merken? Die Kommunion. Ah, das heißt aber, der Typ ist zurück. Er wollte ja bei der Kommunion zurück sein. Oder teilnehmen? Ja. Aber ich muss jetzt erstmal zum Schrottplatz und tauschen. Ich brauche den Schlüsseldreh-Dingens. Oh. Ich kitzel gerade meine eigenen Haare in den Ohren. Das ist eklig. Okay, ich habe das. Oh, hi. It's you. Can't talk right now. Busy building here. Gezeichnet. If you see any stuff that you don't need, bring it. Oh, shoot. You got yeah, it. Yeah, yups. The CX-145 microprocessor from the Magna Journey. Where did you get that? Yeah. Can I have it? Well, maybe we can make a trade then. Is there anything you need from here? Oh. The 6-inch wrench. I only have 3 of those. Is there anything else you can get for that? Fine. I'll trade you the wrench for the. Du hast 3 andere. What willst du eigentlich? Now all I need is the T12C3 and some batteries. Then I'm finally. Das Ding haben wir doch auch. Kollege, da kann ich dir doch helfen. Das war das hier. Hier wieder. Mal was zum Eintauschen. Wo ist die Batterie? Ah, just the right size. Thanks. I'll give you the cutters, but only if you keep looking for the T12C3. Out of the way. Er hat es mir trotzdem gegeben, okay, aber ich habe das Teil auch eben da. It is the T12C3. Where did you get that? Tja, man, will ich nicht sagen. As a reward for bringing me this, I'm going to show you what I'm building here. Ja, komm, zeig mal.
Wird wahrscheinlich auch nicht hinten nach hinten losgehen oder so. Ich kann mir den Draht auch schon mal holen. Ich weiß auch nicht, wofür ich den brauche, aber ich habe ihn dann schon mal. You see, I'm trying to create a portal to another dimension. I'm sure that if I create a magnetic field powerful enough, direct into a certain direction, it's gonna eventually bend the space around it and rip a hole in the space-time continuum. This will most likely allow something to pass through space and time to a whole new world. Bist du dir da sicher? Ich weiß nicht, ob das so funktioniert. Lol, das Hudebot hat sich irgendwas. Ne, es fliegt jetzt auch durch die Gegend. It's working! Now I only have to crack up the power and see the portal forming. Das Ding ist ein großer Magnet. Hinter dir steht ein großes Auto. Ich würde eventuell mich nicht dazwischen stellen. Aber bitte. Kann ich hier den Strom anschalten? Natürlich kann ich hier Strom anschalten. Das ist... Da fliegen schon Sachen durch die Gegend. Aber das Ding steht noch. Schon wie gebaut. Hier steht auch noch. Mach die Tür zu. Keiner sieht das. Wir mal abschließen. Ja gut, dann sind schon zwei weniger.